どうすれば日本語が上手になるのか、先輩に聞いてみたことがあります。その時、先輩は平気でお風呂が寒いと言えるようになりなさいとアドバイスしてくださいました。平気。Was heißt eigentlich 平気? Schau ich mal in meiner Wörterbuch-App nach. Aber wie schreibt man eigentlich japanische Zeichen auf dem Handy? Wahrscheinlich muss ich mir erstmal die japanischen Tastaturen installieren. Also gehe ich in die Einstellungen, zu Allgemein, Tastaturen und dann Tastaturen hinzufügen. Ah, okay. Dann muss ich wahrscheinlich nach Japanisch suchen. Vielleicht ist es ja oben in den Empfehlungen drin. Ah ja, da ist es. Okay, Kana und Romaji. Fertig. Und nun, wie benutzt man das eigentlich? Okay, mir ist bewusst, dass euch allen bewusst ist, dass ich an einem Level bin bei der japanischen Sprache, wo ich mich nicht mehr frage, wie man die japanische Tastatur auf dem Handy benutzt. Aber da ich schon mal von ein, zwei Leuten von euch diese Frage bekommen habe und allgemein diese Frage auch öfters mal von Freunden oder so bekomme und mir gedacht habe, dass das auch für die Allgemeinheit bzw. Leute, die anfangen, Japanisch zu sprechen bzw. zu lernen, sich mit der Sprache zu beschäftigen, eine sehr interessante Frage ist, habe ich gedacht, reden wir heute mal darüber, wie man eigentlich japanische Tastaturen auf dem Handy benutzt. Und da ich ein iPhone besitze, spezialisiert sich dieses Handy auf das iPhone. Eben im Intro habt ihr schon gesehen, wie man die Tastaturen installiert. Und jetzt zeige ich euch einfach mal auf dem Handy direkt, wie man diese Tastaturen denn dann auch benutzt. Hier habe ich jetzt einfach mal die Notizen-App, anhand der ich euch zeigen möchte, welche Varianten es gibt, japanische Tastaturen auf dem Handy zu benutzen bzw. japanisch auf dem Handy zu schreiben. Ganz grob gesehen gibt es zwei verschiedene Varianten, wie ihr auf eurem Handy japanisch schreiben könnt. Und zwar gibt es einmal eine Tastatur, die sieht aus wie eine ganz normale Tastatur, in der ihr auch Deutsch oder Englisch schreiben würdet, vor allen Dingen halt Englisch. Aber das ist eine japanische Tastatur und wie ihr hier seht, steht hier Nihongo Romaji. Für einige von euch ist Romaji wahrscheinlich schon ein Begriff und zwar ist es einfach nur die Art und Weise, wie man japanische Wörter in unseren Buchstaben, also in unserem Alphabet schreiben kann. Und ja, genau so einfach funktioniert diese Tastatur dann auch. Das ist wirklich super simpel. Also schreiben wir jetzt zum Beispiel mal Kanji. Dann seht ihr direkt, dass das als Hiragana geschrieben wird und euch aber auch hier unten ein paar Sachen vorgeschlagen werden. Also Kanji von wegen Gefühl, Kanji Schriftzeichen Kanji oder halt einfach Kanji als Hiragana. Genau, und noch viele weitere Vorschläge. So funktioniert das Ganze dann auch. Ihr schreibt mit den ganz normalen Buchstaben eben einfach, ja, was euch in den Sinn kommt. Ihr könnt dann hier auch Smileys auswählen, alles Mögliche. Dann könnt ihr auch ganz normal Zeichen hier auswählen, ganz verschiedene, aber relativ verständlich eigentlich. Und dann gibt es hier auch extra die Smiley-Taste für die japanischen Smileys. Eine kleine Sache, auf die ihr aufpassen solltet, wenn ihr versucht, ein N zu schreiben, ist, dass euch erstmal das normale N angezeigt wird, denn ihr könntet ja auch nie Na oder so schreiben. Wenn ihr aber nur das N schreiben wollt, also das ganz normale N, dann müsst ihr zweimal drauf drücken. Und wenn ihr sowas wie hier drüber Konnichiwa schreiben wollt, dann müsst ihr eben in dem Fall Konnichiwa. Also ihr müsst drei Ns tippen, um wirklich ein N und ein Ni zu schreiben. Sachen wie das kleine Zu, Sachen Hiragana mit Tenten etc., das erklärt sich auf dieser Tastatur eigentlich relativ selbst. Und zwar gebt ihr dann einfach ein, zum Beispiel Ta Zu mit Doppel-T. Und dann seht ihr, dass direkt das kleine Zu auch eingefügt wird. Oder halt eben, keine Ahnung, Pachinko, da habt ihr das Paar drin. Da wird euch auch direkt das Paar angeboten, auch als Katakana dann. Ja, ich glaube, das war's dann eigentlich auch schon, was man zu dieser Tastatur sagen könnte. Also da ist nicht wirklich viel Spektakuläres dran. Es funktioniert halt mehr oder weniger wie wenn man Japanisch auch am Laptop oder Computer schreibt, einfach die Romaji eintippen und dann erscheinen die Hiragana, Katakana oder Kanji oben in dieser Leiste. Ups. Dann möchte ich euch aber noch die zweite Variante erklären, die ein bisschen, ja,
nicht wirklich schwieriger ist, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftiger ist. Und zwar gibt es noch eine zweite Tastatur, die sich da nennt Nihongo Kana. Diese Tastatur sieht ein bisschen aus wie eine T9-Tastatur, würde ich immer behaupten. Also ihr habt hier angeordnet in 3x3 Mia alle Hiragana, die es so gibt. Und prinzipiell seht ihr jetzt aber, wie, warte, alle Hiragana, die es so gibt, das stimmt nicht. Hier ist ja nur A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ja, Da und Wa. Und noch andere Zeichen. Trotzdem ist das Ganze ziemlich einfach und selbsterklärend. Und zwar, wenn ihr hier drauf tippt, dann habt ihr hier A, I, U, E, O. Habt hier bei K dann eben K, Ki, Ku, Ke, Ko. Und das eben für jeden einzelnen Konsonanten. Also hier eben Na, dann wisst ihr, ah, da ist Ni, Nu, Ne, No. Ja, und so könnt ihr eben alle Zeichen finden, die ihr braucht. Ein Grund, warum mich diese Tastatur auch an eine T9-Tastatur erinnert, ist, dass wenn man hier mehrmals drauf tippt, das eben auch durch die Zeichen durchgeskippt wird. Und damit könnt ihr auch mit dieser Tastatur jedes Wort schreiben, zum Beispiel wieder Kanji. Ihr könnt dann auch wieder Vorschläge in der Leiste aussuchen. Oder ihr könnt auch Katakana schreiben, indem ihr einfach die Hiragana eingebt und die Katakana werden euch vorgeschlagen. Gucken wir uns diese Tastatur trotzdem nochmal etwas genauer an. Wie ihr hier seht, habt ihr hier noch verschiedene Pfeile an der Seite. Das ist der Zurückpfeil, mit dem ihr was löschen könnt, das ist logisch. Hier steht Kuhaku und alle No Game No Life Fans werden jetzt wahrscheinlich wissen, was das hier ist. Und zwar ist das das Leerzeichen. Das kann ich euch auch direkt mal demonstrieren. Büpp, 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 büpp. Leerzeichen nach Leerzeichen. Und unter dem Leerzeichen habt ihr dann die Enter-Taste, mit der ihr in die nächste Zeile springt. Also auch keine große Magie. Also löschen, Leerzeichen, Enter-Taste. Und dann haben wir hier noch einen Button, wo drauf steht ABC. Und wenn ihr hier drauf klickt, dann bekommt ihr einmal wirklich eine ganz normale T9-Tastatur mit ABC. Und nochmal, dann bekommt ihr halt die Zahlen mit einigen Sonderzeichen nochmal. Also wenn ihr den hier drauf drückt, dann kriegt ihr noch extra Zeichen sozusagen außer den Zahlen. Aber prinzipiell habt ihr dann eine ganz normale Zahlentastatur. Jetzt die große Frage, wie schreibt man hiermit so Sachen wie das kleine Zu oder dann Ba und Pa? Also die Hiragana mit Tenten oder dem kleinen Kringel dran. Das ist eigentlich ganz einfach. Also wenn ihr zum Beispiel zuschreiben wollt, gebt ihr als erstes zu ein und dann seht ihr, dass der Knopf hier unten sich verändert hat. Da ist jetzt einmal ein Tenten, ein Kreis und ein Kanji drauf. Dieses Kanji bedeutet klein. Und aha, damit können wir das zu also klein machen oder eben auch ein Zu draus machen. Und den mit dem Kringel, das gibt es natürlich beim Zu nicht. Aber so könnt ihr ein kleines zuschreiben oder eben auch ein Pa. Was man dann aber über diese Tastatur noch wissen sollte, ist, dass man beim Ja gibt es ja nur Ja, Jo, Jo. Das gucken wir jetzt mal an. Okay, Ja in der Mitte, Jo und Jo. Und an der Seite habt ihr hier diese Striche. Das ist für wörtliche Rede. Ich weiß nicht, wie oft ihr das benutzen werdet, aber falls ihr das mal sucht, hier sind die Striche für wörtliche Rede. Und noch eine Besonderheit, beim Wa gibt es ja nur Wa und Wo, alles andere gibt es auch nicht. Und da Wa hier unten am Rand ist, seht ihr auch direkt, es gibt bei Wa nur drei Auswahlmöglichkeiten, und zwar Wa, Wo, das N. Das ist nämlich auch immer die große Frage, wo ist eigentlich das N auf dieser Tastatur? Einfach beim Wa. Und dann habt ihr hier den Strich, den ihr öfters brauchen werdet, wenn ihr etwas in Katakana schreibt. Und noch als letzte Info, falls ihr auch auf dieser Tastatur japanische Smileys schreiben möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach hier unten mit diesem Knopf machen, wo ihr sonst die Tenten etc. setzt. Und auch die könnt ihr aufklappen und euch dann ein Smiley aussuchen. Diese Art von Tastatur sieht halt erstmal kompliziert aus, aber glaubt mir, ihr gewöhnt euch schneller daran, als ihr denkt. Es ist super einfach, mit ein bisschen Übung kann man da sehr fließend mitschreiben. Ich kann euch das auch einfach mal demonstrieren und schreibe jetzt mal danke, dass ihr zugeschaut habt. Mite kurete arigato gozaimasu wird mir direkt vorgeschlagen. Noch ein Ausrufezeichen. Yay. Und dann habe ich geschrieben, mite kurete arigato gozaimasu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen auch geholfen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen haben solltet, was die japanische Tastatur angeht, dann schreibt mir die doch gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.